Return to Moria, Lord of the Rings. Ein Survival-Crafting-Spiel im Herr der Ringe-Universum. Und so geht's hier los. Die Geschichte der Zwerge beginnt. With Hammer and Axe, we cleanse the world from the shadow of the Ring and its master. Yet we Dwarves celebrate as a scattered people, cut off from our one true home. Across Middle-earth, we mine and sculpt, delving for riches, yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Durin built it before the first sun rose. Das ist halt die Originalgeschichte. When darkness threatened our great kingdom, he awoke to lead us again. Until the Balrog took it all away. That was 1,000 years ago. And Durin the Deathless has not returned. Durin. Das ist auch so ein geiler Name, oder? I say, we wait no longer. It is time to journey from every mountain. Come, rally together. Bring your axes and tools, craft and courage. It is time we Dwarves return to Moria. Jawohl! Kriegt recht Lust, das Buch nochmal zu lesen. Durin. So, Helligkeit. Die Helligkeit. Ich sitze ja hier im Studio. Ich muss ein bisschen mehr Helligkeit haben. Nicht zu viel. So, bestätigen. Und jetzt gehen wir rein. Wir werden craften, wir werden looten, wir werden mal erstmal hier reingucken, dass wir hier alles auf episch haben. Und dann gehen wir rein. Oh, wir können unseren Zwerg anpassen. Ohoho! Okay, also, was haben wir denn hier mal für einen Stil? Och nee, das ist LOL. Ich bitte dich, nein, der besteht nur noch aus Nase. Nee, der muss ein Zwerg ohne Vollbart, genau. Nee. Das finde ich ganz gut. Entenschwanz, aber der Name ist so. Also beringt. Gekrönt. Majestätisch. Nein. Zopfbart, ja. Okay, also der ist. Also ist einfach der epischste Bart. Sorry, ist. So, der Kopf verwittert, poliert, ach du grüne Neune, robust, distanziert, herrschaftlich. Ja, herrschaftlich gefällt mir gut. So, Haare, oh, okay, da kann man hier noch so, offen mit Kranz. Einzelzopf. Ja, also der Zwerg muss auf jeden Fall gut ausgewählt sein, weil wir verbringen sicherlich viel Zeit mit ihm. Unter Tage hat man nur sich selbst und die Axt und dann muss man selbst auch schon prächtig aussehen. Ach du Scheiße, was ist denn das, ey? Lol. Nee, das, so. Das, ich finde das eigentlich ganz geil, wir bleiben bei lang. Also jetzt können wir uns die Haarfarbe noch aussuchen. Was ist denn mit der Bartfarbe da? Können wir so ein bisschen, er sieht ja ein bisschen jünger aus, so, ne? Aber die dürfen nicht unterschiedlich sein. Das sieht auch knackt aus, ne? Was, welche Farbe mögt ihr denn gerne? Wenn, dann schwarz. Oh, weiß geht auch. Grau. So ein weißer. Oh, der sieht ja richtig alt aus. Und dann noch eine weiße Haut. Weiß wie Geralt, so schneeweiß. Oh boah, der sieht ja aus wie 1000 Jahre alt jetzt, oder? Lasst mich euch von früher erzählen. Als ich damals. Dunkelbraun wird hier gewünscht. Okay. Nee, wir bleiben mal weiß. Ich finde das irgendwie. Der ist ganz alt. So. Dann Augen können wir auch, Tätowierung, brauchen wir nicht, Narben. Er hat natürlich eine Prügelei, Bullshit.
Spitzhacke. Ja, Goblinspeer. Natürlich eine Goblinspeer. Bartschmuck. Oh, wir können die Farbe des Bartschmucks ändern. Das Grüne sieht richtig Schmuck aus dazu. Ja, das Grüne passt sehr, sehr schön zu dem Weißen. Die Augen sind hellblau. Das passt auch wunderbar. So, dann die Klamotten noch. Oh, das gefällt mir richtig gut. Hey, der ist schon krass. Der ist breite Brust. Hallo. Vorbau. Ja. So, eine Plauze. Ja, so eine. Ja, so eine kleine gemütliche. Lass mir von früher mal erzählen. So, bin ich gut. Und Persönlichkeit grimmig, eifrig, frech, entschlossen. Entschlossen. Khazad-dûm awaits. Oh, nee. If only my Nana. Nein, das. Die glitzernden Grotten, die Eisenbär. Was? Ist das, ändert sich meine Klamotte dadurch? Ach ja, guck mal. Ah. Wir nehmen die glitzernden Grotten und ich würde sagen, let's go, brauchen wir einen Namen? Durnir. Nee, Wilbald. Speichern. Welt erschaffen, let's go. Die Welt von Wilbald. Es gibt sogar ein Welt-Seed. Kampagne erstellen. Achso, warte mal, Kampagne oder Sandkasten? Was machen wir? Wir machen eine Kampagne, oder? Eine dem Ursprungswerk treue und auf die Geschichte fokussierte Version Morias mit einigen zufälligen Elementen für Spieler, die ein neues Herr-der-Ringe-Abenteuer erleben möchten. Ja, das finde ich gut. Oh, Wilbaldur ist auch nicht schlecht. Oh, Wilbaldur gefällt mir gut. Kann ich das überhaupt nur ändern? Nee, Mist. Oh, wie geht's weiter? Oh, nee, geht nicht. Wir bleiben jetzt die Welt erschaffen. Wir machen das jetzt so. Welt von Wilbald, Kampagne, let's go. Aber will, ne, merke ich mir. Ich will jetzt anfangen. So, offline spielen, online hosten. Nee, da kommt ihr alle rein und ärgert mich. Wir spielen offline. Und Nikola wollte ja nicht mitspielen. Dwarves from every clan have answered your call, despite the King under the Mountain's objection. Lord Gimli, Erebor will not support entering the Black Pit. If the king wants to stop us, he can come himself. Every attempt you've made has failed. This is a sign. No signs or kings are going to stop us. This is the time to reclaim Khazad-dûm. Today, we get into that mountain. Any luck? Nah, won't budge. Did you try speaking friend? Haha. Now, why didn't I think of that before? You did your best. On to plan B. Ah, finally. Warte mal, machen Sie es jetzt nicht? B? Das ist ja so lustig. Blasting fire? I'd stand back if I were you. Okay, kleiner Scherz natürlich ist das genau richtig gewesen, sprich Freund. Man eröffnet sich die Tür. Maybe this will wake him up. Auf Elbisch oder sowas. Tagaz. Khazad Dashtin. Oh no! Lord Gimli! This is another sign! Oh, hammer tongs. It's the fourth age. Nothing is going to stop us. You heard Lord Gimli? Let's go! Ja, let's go. Oh, ich hab hier mal. Yes, nice and tight. Come on, help him out. Out. Help him out. Mach ja schon. Oh, raus, 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 raus. La, oh, und ich bleib alleine hier. Ach, das war ja klar. Oh nein. Aber zum Glück brennt noch ein wärmendes Feuer, was auch Licht spendet. That was no normal dwarf blast. Ah, da sind wir. Hello, hello, hello. Oh, die Mausempfindlichkeit ist mir ein bisschen zu wahnsinnig. Machen wir mal auf 1,5.
I need a torch. Ja, too ja, dark ja. For dwarf eyes. Wir kriegen das hin. So, too dark for dwarf eyes. Dann gehen wir da erstmal. Oh, kann ich jetzt hier? Oh, oh. Das ist doch Holz hier, oder? Wir schlagen mit der bloßen Faust diesen Balken. Das muss Holz sein. Kriegen wir den kaputt? Wollen wir uns nämlich eine Fackel bauen? Oder? Bin ich sicher, ob das klappt. Also er nimmt ja Schaden. Wahrscheinlich nicht so gedacht, oder? Ich glaube, es ist einfach nicht so gedacht. Ah, hier, da. Holzstücke. So, jetzt können wir eine Fackel bauen. Auf Zas, auf C. Herstellen. Haha. Fackel. Sehr gut. Guck mal, jetzt gucken wir nochmal in die andere Richtung. Ob hier noch was zu finden ist. Nö, schade. Da wird mein Entdeckermut nicht belohnt. Ah, wie das hier rumpelt. Warte mal, nee. Was ist hier noch? Okay, da kann ich mich durchkloppen, oder? Sei ehrlich. Das sieht aus, als wenn ich mich da durchgraben kann. Das heißt, ich brauche jetzt eine Hacke. Das nehmen wir alles mit. Hier ist auch noch ein bisschen... Wir lassen kein Loot liegen, ne? So. Komm, Willbald. Übrigens völliger Wahnsinn gewesen, damals als Herr der Ringe verfilmt wurde, was das für einen Fantasy-Hype ausgelöst hat. Danach kamen so viele Bücher und ja, Filme nicht so viel, weil es aufwendig ist, aber unzählige Bücher. Die Orks, die Zwerge, alle, also alles nicht lizenziert, aber Unmengen dieser Bücher, eine Schwemme. Get going. Ja, machen wir. Metall, geil. Das können wir uns demnächst bestimmt eine Spitzhacke auch bauen, oder? Was ist das? Feuerschale. So, jetzt können wir uns eine... Geil, Spitzhacke. Grabe dich durch das Geräusch. Ich habe eigentlich Lust, mich da unten nochmal durchzugraben. Einfach aus Neugier. Mit einer Hand. Wie ist jetzt das System? Ist das so ein bisschen wie Enshrouded, dass man ja... Ah, oh. Da, wo wir waren eben gerade unten, ne? Da, wo, noch die, wo ich noch sagte, da kann man sich bestimmt durchbuddeln. Da habe ich jetzt... Mein Entdeckerherz würde da gerne auch nochmal nachgucken. Aber das ist ja alles Tutorial, deswegen... Soll wahrscheinlich... So sein, dass man ein bisschen geradeaus geht erstmal. Oh, ihr könnt Pilzeintöpfe machen. Und looten, looten, looten. Was ist das Zeug? Oh, da ist irgendwie... Oh! Ein Raven von Erebor. Okay, Vorräte sammeln. Was? Was mache ich jetzt? Kann ich schleppen. Ich nehme alles mit, was ich hier finde. Und hier können wir doch bestimmt so einen Topf herstellen. So einen Pilzeintopf? Nee? Rezeptliste. Ah, ich muss erstmal eine... da muss ich erstmal eine... Warte mal, eine steinerne... ein Schild. Also machen wir erstmal das. Behelfsaxt. Stellen wir auch mal her. So, wie mache ich jetzt? Warte mal. Pilz. Ey, nicht jetzt essen! Achso, Tutorial abgeschlossen.
Ich wollte es erstmal braten. So, 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 pass auf. Reise durch die Finsternis. Ach, die ARD. Ich sag nicht nee zur ARD. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Das ist aber eine große Freude, Leute. Wir haben gerade angefangen, Return to Moria zu spielen. Das ist ein im Lord of the Rings-Universum stattfindendes Spiel, in dem wir viel craften, viel looten, viel entdecken, viel buddeln. Wir sind der Zwerg Wilbald. Ihr habt eigentlich nichts verpasst. Wir sind mitten im Prolog, Tutorial noch sozusagen. Und ich versuche gerade zu checken, wie ich jetzt so einen Ofen baue. Ich glaube, das kann ich noch nicht. Wir reden erstmal jetzt mit den Raben, mit dem Raben hier. Der Rabe von... Na, erstmal looten wir noch. Der Rabe von Erebor. Was hat er zu sagen? Ah, are you from our camp? Klar, klar! Wins. I am Arak, son of Arak. Arak! Yours is the only friendly face here. What happened to the rest of camp? I cannot tell. A curse, ill curse. It blocks me. Could you search for a way out? And for any other survivors? Quack, quack. You go east, see what you can find. I will fly to you when I can. Ja. Kann ich mich mit anfreunden? Wir gehen nach Osten. So, meine Reise durch die Finsternis. Suche das Tor. Das als Türen von Durin bekannte Westtor sollte westlich von hier liegen. Arik, ein Rabe aus dem Lager von Gimlis Gefolgschaft, sitzt ebenfalls in Moria fest. Er wird mich bei der Suche nach einem Weg nach draußen und weiteren Überlebenden unterstützen. Ja, okay, okay, das hier, guck mal, das haben wir alles gemacht. Let's go. So, wo ist denn der Kompass? Kompass, Kompass, Kompass oben. Kompass, ist das Norden? Ja, ne? Wir sollen nach Westen gehen. Das wäre ja dann da entlang. Aber erst sorgen wir hier für ein wohliges Feuer. Hier können wir uns durchhacken. Das wäre ja aber jetzt Süden. Ist das überhaupt Norden? Lese ich den Kompass richtig? Ist das Norden hier? Guck mal, hier sind noch so Pilze. Das müssen wir alles mitnehmen. Wer weiß, wann es wieder was gibt. Das lassen wir nicht liegen. So. Hopp. Oh. Lecker, lecker. So, also, er hat doch gesagt, ich soll, also das wäre ja Norden, das wäre dann da. In diese Richtung. Wir, oh, das können wir auch nochmal anzünden, genau. Wir kamen ja von da, aber dann buddel ich mich da jetzt durch. Das wird schon die Richtung sein, die der von mir will, der Rabe. Weil hier gibt es jetzt nochmal so eine Erde. Da soll ich mich 100% durchkloppen. Jetzt denkt ihr so, wow, weil er macht das mit einer Hand? Das ist ja mega unrealistisch. Nee, Leute, das ist halt ein Zwerg, ne? Das ist halt deren Handwerk, deren einziger Skill, das Buddeln. Das ist... Die haben so starke Arme. Baue Schnellplattformen. Ah. Jetzt kommen wir schon zum Craften hier. Das ist ja fantastisch. Ah, okay. Aber da muss ich ja wahrscheinlich... Whoop. Whoop. Oh, was? Es gibt eine Leiter? Was? Warte mal, was habe ich denn da gemacht? Hä? Das ist ja viel geiler. Wieso sagt er mir das denn jetzt erst? Das ändert ja alles. Ja, entschuldigen Sie doch mal. Hey. Hallo?
Ach, come on. Dann machen wir das jetzt halt doch so, wie ich das ursprünglich wollte. Komisch. Das ist ein bisschen weird. Geht nicht überall. An Wandbahn? Naja. Aber okay, so funktioniert das. Oh, so ein Zwerg ist nicht fürs Klettern gebaut, ne? Au. Und durchbuddeln. Durchgebrochen. Hier oben liegt noch... Nee, liegt nichts rum. Das ist mein Leidwesen. Oh, da passiert was. Leute, da passiert was. Erstmal eine Statue von Durin. Durin Eisenfaust. Türen von Durin. Oh, geil. Das kann ich ja wirklich abbauen. Stein. Wow. Guck mal, das lohnt sich, diese Dinger zu zerkloppen. Oh, das mache ich natürlich sofort. Ist aber auch extrem gefährlich, weil wenn man so ein bisschen im Loot-Wahn ist, dann ist man ja nur noch am Looten hier. Nein, zurück. Wo war das? Zeichen der Gefährten. Ansehen. Ah, die Gefährten waren hier. Ich habe einen kleinen Satz Teller und Gabeln gefunden. Sicher hat einer der Hobbit-Begleiter von Herrn Gimli sie hier hinterlassen. Möglicherweise nach einer Rast, nachdem der Wächter sie in Moria eingesperrt hatte. Ich muss auf dem gleichen Pfad wandeln, den ein Gandalf und Gimli wiesen. Ein großartiges Omen. Sie haben es herausgeschafft, also können wir es auch. Okay, also zeitlich ist es nach den Geschehnissen in Herr der Ringe einzuordnen. Das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gecheckt. Hier sieht man noch die Kampfspuren. Das zerkloppen alle. Guck mal hier. Ja, ist kaputt. Das ist ja ein Lootfest. Oh, das ist unfassbar. Was für ein Lootfest. Ich kann einfach alles zerschlagen und krieg hier die ganzen Rohstoffe. Das ist ja toll. So, hier, Leute, guck mal, das ist eine Barrikade. Da stecken Pfeile drin. Das heißt, hier hat ein Kampf gegen die ganzen Goblins stattgefunden. Die Pfeile darf ich auch nehmen. Aber diese nicht hier, oder? Darf ich da Pfeile rauspicken? Oh, geil. Ah, das ist ja unfassbar. Das ist einfach ein Lootfest, Leute. Das wird... Hier, da. Ah, oh, ein Riesengoblin. Pfeile nehmen wir alles mit. Pfeile sind meistens sehr wertvoll in solchen Spielen, weil man braucht oft Federn, um die herzustellen. Und dafür muss man Vögel jagen. Je nachdem, wie realistisch so ein Spiel ist. Ach du Scheiße, was war das? Fuck. Fuck! Das ist ja richtig gruselig. Shadow. No wonder we couldn't get it open from the other side. Oh, the doors of Durin. What is wrong with it? Yeah, das haben wir schon gesehen. I've never seen rooms with such shadow. No wonder we couldn't get it open from the other side. Also ich glaube, da hinten, da muss ich mich in Acht nehmen, weil wenn diese Goblin-Armee mich findet, da werde ich mit meiner Spitzhacke nicht viel entgegenzusetzen haben. Aber das ist guter Loot hier. Yeah. So, jetzt müssen wir warten. Habe ich das richtig verstanden?
traue mich jetzt nicht, da weiterzugehen. War nicht gerade die Ansage. Ich habe Hunger übrigens. Muss mal schnell einen Pilz essen. Die Ansage war doch, ich soll warten. Wir können ein bisschen erkunden, aber... Da kamen wir raus. So, da kamen wir raus. Dann sind wir hier. Ich verzögere gerade. Ich traue mich nicht dahin, wo die Goblins gerade waren. Aber vielleicht muss ich das. Vielleicht war das nur so ein bisschen... das ist ja der perfekte Zeitpunkt, oder? Wie kann ich eigentlich mein Charakter... Ah, über Tab ist es, alles klar. Also. Schild, Axt, Pfeile. So, und wie kann ich das jetzt ausrüsten? Das kann doch alles mal fröhlich da rein. Das muss doch nicht in die Schnellleiste, oder? Heldenband. So, wie geht das? Wie geht das jetzt? Muss ich das dann... So oder wie oder was? Ah, okay. Ah ja. Und was habe ich denn jetzt? Achso, dann nehme ich die Axt in die zweite Hand. Okay, jetzt fühle ich mich ein bisschen sicherer. Oh, da liegt ein fettes Schwert. Was ist denn hier mit dem... Ja, darf ich nicht einsammeln. Zack, zack, zack. Die ganzen Pfeile, die werden wir... Oh, scheiße. Angst. Angst. Angst, Angst. Oh, hier, das ist eine Kiste. Muss sie leider alle manuell einsammeln. Die werden nicht durchs Rüberlaufen eingesammelt, was ich immer ganz gut finde. So. Da hinten seht ihr das? Da brennt Feuer. Also sind da noch Goblins? Oh fuck, hör's doch. Ihr hört es doch auch, oder? Wo sind die hin? Ich traue mich nicht, die Fackel jetzt zu nehmen. Hier sind richtig viele Pfeile. Oh, irgendwas da! Da unten sind sie! Shit, habt ihr das gesehen? Da! Ah. Da laufen sie Patrouille, die kleinen Tschergen. Aber ihr kommt nicht nach Hause. Oh, okay. Ärgerlicherweise haben die mich jetzt entdeckt. Ich hau einfach ab. An outpost of Balin's Company. Ah, da, der Rabe. Hallo, Rabe. Let's talk. Ah, Arik, what news? There's no way west. No way out. I did not think we would see shadow-cursed runes in Moria. Our path, then, must go east.
Long journey. You must prepare. Up here, at that old dwarven camp. You're right. It's time to find shelter before making our way further. I will scout ahead. Stay alive. Good luck. We will exit the Dimrun Gate. For now, we must face the long dark of Moria. Bereite dich auf die lange Finsternis vor, baue ein Lager und wappne dich für die gefährliche Reise. Arik hat weder andere Überlebende noch einen Ausgang gefunden. Es wird Zeit, ein Lager aufzuschlagen, etwas zu essen, die Dinge zu schmieden, die wir für die vor uns liegende Reise benötigen. Aha. L-Shift, Schnellverschiebung. Einmal nehmen, Inventar schließen. Okay, also dann würde ich vorschlagen, ach da, da will er mich haben. Got Orks. Oh, da sehe ich sie schon. Hilfe, Hilfe. So, hier darf ich was bauen, oder was? Ah ja, restauriere das alte Lager. Guck mal, jetzt wird es lustig werden. So. Wir brauchen eine... wir brauchen 5? Gedenkflamme, Grundwerk, was? B habe ich doch. Grundlage und Handwerk, grob. Aha. Das. Ach doch, die können wir doch schon bauen. In der Nähe einer Feuerstelle bauen auf dem Mund. Na guck mal, das können wir schon bauen. Aber nee, das machen wir jetzt noch nicht direkt. Erstmal will ich jetzt hier gucken. Wie ist das zum Beispiel hier mit dem Abhauen? Kann ich hier das? Diese Geröll. Ja, guck mal. Sehr schön. Man kann dieses Geröll hier entfernen und das hier einfach wieder schön machen. Das mag ich immer an Spielen, wenn es halt irgendwo verfallen ist, dass man dann Kohlelager das wieder richtig schön machen kann. Guck mal, was ist das hier? Schmiede, Schmelzofen, restaurieren. Wurde ich gerade von irgendwas abgeschossen? Die dürfen hier nicht reinkommen. Aber schwarzer Diamant. Das hier ist... Okay, das kann ich jetzt wieder reinschmeißen. Keine Feuerstelle in der Nähe. Ja, das machen wir gleich. Steinerne Feuerstelle. So, die muss wahrscheinlich zuerst. Was ist das für eine rote 3? Achso, ich habe Hunger vielleicht. Nee, ja, es ist Hunger ist es. So. Kann ich jetzt hier vielleicht auch... Ja, endlich Pilzeintopf. Oh, sehr gut. Ja. Ich mach jetzt... Oh, warte mal. Der darf hier nicht rein. Muss ich dabei stehen bleiben? Nee. So, hier ist eine Kiste. A dwarven chest. Oh. Let's get you open. See what you're keeping secret. Kann ich nicht. Rezept für die Schmiede gefunden. Oris Schlüssel. Naja, guck mal. Öffne die Oris-Truhe. Das machen wir doch. Wir müssen ein bisschen Eisen sammeln. Oh, das macht Spaß. Ich bin drin. Sehr dunkel hier noch. Mal gucken, wie wir das jetzt hier heller kriegen. Oh, das sieht mal. Alter Schwede, da dampfen sie. Guck. Guck mal. Das ist ja nice. Ah, endlich haben wir uns den Bauch mal mit was Heißem hier vollgeschlagen. So, jetzt können wir hier was herstellen. Wir brauchen natürlich Eisenerz. Haben wir nicht. Die Schmiede brauchen wir die Eisenbarren für. Und dann brauchen wir einen schwarzen Diamanten für. Na gut. So, dann lass uns mal weiter gucken. Das. Die Fackel will ich natürlich behalten. Aber diesen Geröllhaufen, den müssen wir... Dankeschön. So. Was ist das hier? So. Oris Tagebuch. Ich fand ein Pergament mit elbischer Schrift. Durins Tag. Drittes Zeitalter 2989. Bardin entsandte 5 von uns. Außenposten in den fernsten Winkeln Morias zu errichten. Hier beginnen wir unsere Suche.
Orks. Die Türen von Durin. Na, weiter geht's. So, da fehlt uns der Schlüssel. Jetzt machen wir hier mal weiter. Machen unser Lager schön, räumen hier richtig auf. Sehr gut. Was ist mit den Mauern hier? Bring the big guys. Help. Die dürfen hier nicht rein, ne? So. Ab hier ist... Nee, was war das? Das ist eine Eisenader. 20 Metern, sehr gut. So, jetzt würde ich ehrlich gesagt gerne hier mal schauen, ob ich eine Mauer bauen kann. Wandfackel. Feuerstelle, kleine Feuerstelle. Steinerne Feuerstelle, die haben wir ja schon. Schmelzofen haben wir eigentlich auch. Truhe und Lager. Auch nicht schlecht. Bettzeug brauchen wir bestimmt, ne? Da hinten ist... Was ist denn das hier eigentlich? Oh, hier geht's noch rauf. Ja, wo schlagen wir unser Lager auf? Hier vielleicht so da ein bisschen... Ist da noch Geröll? Nö, ne? So, da steht unser Lager. Und oft ist es ja so, dass das ein Respawn-Punkt auch ist. Achso, das ist schon abgeschlossen. Dann lass uns nochmal eine Wandfackel bauen. So eine Wand. Hallo? Hallo? When do we attack? Oh, das... Ey, das... Ich erschrecke mich jedes Mal. Hör mal auf jetzt. Warum geht denn das nicht? Was fehlt mir denn dafür? Ich hab doch alles. Hallo? Was ist das Problem? Hier war gerade was. Hier ging das gerade irgendwo. Hä? Was ist das denn? Herr Schiedsrichter? Was mache ich falsch? Da, guck mal, da geht. Hä? Aber warum denn nicht so, wie ich das will? Hä? Weird. Das gibt's doch gar nicht. Da unten darf... da darf ich. Guck. Verstehe die Regel nicht, aber... Dann haben wir ein bisschen, zumindest ein bisschen. Okay, hier darf ich jetzt wieder nicht. Doch, jetzt. Okay, ein bisschen Licht, dann ist es hier nicht mehr so fürchterlich dunkel. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich hier. Nee, darf ich einfach nicht. Oh, ich habe richtig Angst vor diesen Goblins, ey! Das ist total gruselig! Das ist einfach richtig, 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 richtig gruselig. Weil die auch so laut sind. Da unten. Ah, oh, da buddeln. Oh. Da ist die Eisenader. Was passiert denn, wenn ich da jetzt hingehe? Dann krieg ich auf den Sack. Aber irgendwann muss ich ja mal kämpfen. Ernsthaft? Wehe. Wehe, die kommen jetzt von hinten. Dann muss ich sehr sauer werden. Komme ich da ran? Ah ja. So.
Oh, ich kann einfach zu singen. Bergbaulied. Oh, das ist ja fantastisch. Das ist ja geil. From ashes a fire shall be woken, a light from the shadows shall spring, renewed shall be blade that was broken, the crownless again shall be king. Ho-ho! Now dig! Buddelwahn. Hab ich da noch weiter? Das ist ja großartig gemacht. Hab ich das ganze Eisen eingesammelt? Sammelt er das jetzt automatisch ein? Ja? Ja, oder? Ja. Doch, macht er doch. Sammelt er ein. Sehr gut. Ja, sehr gut. Sammelt er alles alleine ein. Und keine nervigen Goblins. Also das ist natürlich in der Gruppe. Ich lese auch gerade im Chat. Ja, in der Gruppe wäre das noch geiler. Ich hatte ja keine Ahnung, was mich erwartet. Aber das Spiel hat, glaube ich, wirklich Potenzial. Das könnte man wirklich nochmal in der Gruppe versuchen, oder? Los, hack. So. Machen wir jetzt mal ein bisschen Eisen auf Vorrat, dann müssen wir nicht so oft wieder herkommen. Und dann gehen wir mal gleich zum Eisenofen und dann können wir das einschmelzen. Ja, das vermutlich auch endlich hier. Also was rot ist Eisen, nehme ich an. Und das ist ja schon bald hier alles abgeerntet. Das heißt, man muss sich dann immer tiefer in die Höhlen begeben und immer risikoreichere, ne, Abbaugebiete finden. Wie das halt bei Zwergen ist, bis man irgendwann zu tief gräbt, ne? Okay, das reicht jetzt. Hier. Oh Gott, es ist einfach wirklich gruselig. Da unten sind sie jetzt wieder. Lauern sie da. So, jetzt packen wir hier was rein. Und machen mal ganz viel davon. So. Stark. Das dauert jetzt natürlich eine kleine Weile. Die Schmiede können wir dann reparieren, wenn wir davon genug haben. So, wir essen nochmal so einen kleinen Pilzeintopf. Es gibt natürlich so unter Tage nicht wirklich einen spürbaren Tag-Nacht-Wechsel, auch wenn ich da unten links sehe, dass wir jetzt Morgendämmerung haben, aber ich könnte mich ausruhen, aber brauchen wir gerade nicht. Was ist das hier eigentlich? Für eine Fiole. Was ist das? Gar nichts, einfach nur. Oh, das ist einfach wirklich gruselig. So, ich würde gerne jetzt hier zubauen, ehrlich gesagt. Was ist denn, warte mal, was ist denn mit, was habe ich denn hier noch? Das kann doch nicht alles sein. Okay. Ah. Schnelles Abreißen geht auch. So, hier, guck. Also, wir nehmen. Das können wir uns hier erstmal einbuddeln. Dann nehmen wir. Was gibt's denn hier? So Steinfenster. Ah, guck mal hier. Da muss ich das aber. Das dockt da nicht an, oder? Doch, das dockt an. Nice. Dann machen wir. Tür. Oh, das ist nice. Und noch ein Fenster.
angedockt. Ja. Oh, nice. Jetzt fühle ich mich deutlich sicherer direkt. Sehr, sehr gut. So, dann machen wir mal eine Wandfackel noch. Darf ich die jetzt hier mal bauen oder was ist? Ah, ich glaube, es liegt an der Entfernung. Ich glaube, ich muss... Das Ding ist, ich muss immer genau... Ah, ich glaube, jetzt habe ich die Mechanik mit den Fackeln gecheckt. Ja. So, man muss... Es gibt genau eine... So ist das, alles klar. Sehr gut, jetzt weiß ich das auch. So. Aha. Oh Gott, das ist einfach... Ich werde mich niemals nicht darüber dadurch erschrecken. Das ist ja wirklich fürchterlich. Boah, gruselig ist das. Jetzt haben wir hier mal zumindest ein bisschen Licht. Muss ich mich nicht ständig... Nicht ständig Angst haben. So, jetzt nehmen wir hier mal die... Waren raus. Reparaturstation. So, jetzt können wir das hier wieder aufbauen. Guck mal. Eisenhammer. Eisenschwert. Na endlich. So, da bauen wir einen schwarzen Diamant. Was ist das hier? Das ist Kohlelager. Ja, können wir Kohle erhalten. Brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Also, was wollen wir denn herstellen? Eisenschwert klingt verlockend, ne? Oris Schlüssel sollten wir als erstes machen, glaube ich. Brauchen wir das jetzt gerade? Eine Lagertruhe müssen wir auch noch bauen. So, wir nehmen mal die Kohle hier raus. Jetzt erstmal eine Truhe bauen. Da. Eine hölzerne Truhe, die könnten wir neben das Bett stellen oder auch einfach hier. So, da unter die Fackel. Komm her. So. Haben wir auch. Super. Und jetzt schmieden wir ein Eisenschwert. Eisenschwert. Was fehlt uns noch? Ein Hautfetzen. Warum denn das? Für den Griff oder was? Oh. Aber wir sollen ja erstmal das Schwert bauen. Das war ja erstmal der erste Wunsch. Hautfetzen. Das heißt, ich glaube, wir müssen jetzt auf die Jagd gehen nach so einem vermaledeiten Goblin. Vielleicht sollte ich ein paar wertvolle Sachen hier in die Kiste tun. Was ist das hier? Brauchen wir jetzt nicht. Damit, falls was passiert, dass ich dann nicht das alles verliere. So, alles da rein. Ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn man hier stirbt. Wir müssen uns ausruhen, wir sind nämlich müde. Und was essen. Ja, das stimmt, den Schlüssel können wir noch machen. So. Wie abräumen? Ich will essen. Das ist voll... Nein! Das ist einfach doch, wie ich befürchtet hatte. Okay, man darf nicht zu viel kommen. Die werden schlecht. Jetzt weiß ich das auch. Alles klar. Oh, Mensch. Das Pilzessen wird schlecht. Was haben wir da drin?
Lembas. Oh, Lembasbrot, das Elbenbrot. Eine Goldmünze, Eisenbarren und Kohle. So, dann. Gib mir was zu essen. Essen ist fertig. Lecker. Oh, sehr schön. Haben wir überhaupt noch Eisenerz? Jetzt haben wir das. Und dann gehen wir jetzt mal raus. Mit der Axt und dem Schild. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt... Oh Gott, das ist einfach so fucking gruselig. Leute, es ist wirklich, wirklich gruselig. Hier muss doch irgendwo... Waren die nicht immer hier unten? Da geht's auf jeden Fall noch weiter. Was ist da hinten? Suchgebiet. Wir müssen uns jetzt dem Kampf stellen. Oh. Kann ich da rüberspringen? Oh ja. Gebiet nach Bruchstücke der Axt untersuchen. Okay, das machen wir. So, muss ich jetzt hier wahrscheinlich erstmal rumhacken, oder? Und? Wie sieht's aus? Haben wir's? Nee. Was ist das, eine Kiste? Aha, kurzzeitig zu sprinten ohne Ausdauer. Baukunstschriftrolle. Baukunst und Kram. Was Leckeres zu essen, nehme ich. So, hier ist Suchgebiet, also. Was kann hier denn noch sein? Hier ist doch nur Sand. Ich nehme mal die Fackel mit dazu. Vielleicht ja hier verborgen unter uralten Trümmern. Nee. Nee, hier sind nur Steine. Hier, da ist das Suchgebiet. Hier, hier, hier. Vielleicht unten. Im Wasser vielleicht. Ah, die sind echt ganz schön groß. Kann ich hier stehen? Sterbe ich? Nee, ne? So, da gibt es ein paar Pfeile und ein bisschen Metall, das nehmen wir natürlich mit. So, hier ist das Suchgebiet. Guck mal hier, das ist doch genau hier. Hallo. Oh Gott. Hm. Habe ich das falsche Material? Muss ich da eine Axt nehmen? Nee. Das kann doch kein, das macht doch keinen Unterschied. Nee, das ist Quatsch. Check ich gerade nicht genau, ehrlich gesagt, was das soll. Gebiet nach dem Geruchstein. Aber vielleicht ist es einfach nur der Mittelpunkt des Gebietes. Vielleicht ist es einfach so, dass ich hier irgendwo in der Nähe und dann gibt es einen Umkreis und das... Innerhalb dieses Umkreises muss ich das befinden. Wahrscheinlich ist es so. Das ist gar nicht der genaue Ort. Ist das hier ein alter Kamin? Kann hier alles zerkloppen, ne? Das ist echt auch insbesondere für Holz natürlich wirklich nice. Kommt man überall an Ressourcen ran. Oh, hört ihr den Goblin?
Ach, guck mal, ich hab mich hier durchgegraben. Durch den Fußboden. Und man kann was werfen. Huch, nein! Ich nehme meine Axt zurück. Das ist ja abgefahren. Kann man wirklich einfach überall durchbuddeln? Ah, tolle, tolle Sachen, toller Loot. Wow. Das heißt, wir können jetzt einen Baukunstschrank bauen. Das ist super. Ah, da unten ist... Orks. Da ist er, da unten. Uah. Hässliches, hässliches Vieh. Was ist das hier für ein Loch? Will ich da runter? Nö, das ist eine Falle, oder? So, ich frage mich jetzt ernsthaft, ob ich mich mit dem jetzt hier beefen muss. Oder ob der jetzt wieder abhaut. Er haut wieder ab. Die wollen mir einfach nur Angst machen. Was? Wie belagert. Okay, sind ganz schön viele. Reihe nach. Erstmal nur ihr jetzt. Oh no. Shit, das war mega dumm. Aber glücklicherweise in meinem Lager. Lol. Wie dumm. Wieso habt ihr das geschafft? Hilfe, Hilfe. Wo ist mein Schild? Wir machen mein Lager komplett kaputt. Oh Mann, ey. Das ist ja einfach nur gemein. Mein Schild nicht mehr gerade. Mir alles kaputt gekloppt. Die Schweine. Hey, stirb. Goblin. That is all you've got? Ja, okay. Ärgerlich, aber ich wusste nicht, dass es sowas in die Belagerung gibt. Jetzt wissen wir das. Die haben das alles zerstört jetzt hier oder was? Oder? Das ist ja richtig gemein. Muss ich irgendwas reparieren? Nö. Kann ich hier die Wände reparieren? Dann muss ich neu aufbauen, oder? Es gibt eine Belagerung. Wer hätte denn das gedacht? Warum? Was geht da? Warum geht das nicht? Hallo? Was ist denn da am Weg? Oh, come on! Warum? Warum? Das
die anderen Sachen auch kaputt machen, sind es vielleicht die... Möglicherweise sind es die Fackeln, ne? Ach, sehr fürchterlich. So. Grafi ist auch da. Hallo Grafi. Ich glaube, wir bauen mal... Ne, das ist falsch. So ein erstmal vielleicht... Ich habe immer noch keine Hautfetzen. So, wir bauen mal so einen Hammer. Und... Wie kann ich jetzt... Kann ich mit dem Hammer... Erstmal die Kiste. Die ganzen tollen... Ne, den Hammer wollte ich behalten. Da ist das Schild. So, Schild. Das. Das müssen wir eh gleich neu machen. Oh, tut. Und jetzt? Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, oder? Kann ich die irgendwo wieder abnehmen? Nee, ne? Ah, das ist ja nice. So kann ich die Sachen reparieren. Guck mal hier. Ah ja. Den geht's hier aber gut. Ne, der ist ja noch zerstört. Alles reparieren, reparieren. So, ich befürchte, wir müssen die Fackeln. Und ich weiß nicht, kriegt man die irgendwie wieder ab? Mist. Wie kriege ich die wieder ab? Ey, seht ihr das? Seht ihr das zufällig? Irgendein Werkzeug, womit man die Sachen... X im Baummenü. Okay, habe ich das... Ah, da steht abreißen. Warte. Aber... Warte. Da unten steht es jetzt. X. Anfackel. Abreißen. Yes, nice. Oh, das ist super. Okay, das ist sehr, sehr gut. Habt ihr gut aufgepasst. Und dann nehmen wir die Tür wieder und reparieren das jetzt mit der Tür. Ah, das macht aber Bock, weil jetzt kann ich mir richtig so eine Festung bauen. Weil ich jetzt weiß, ich werde angegriffen. Und dann kann ich jetzt reagieren. Das ist nice. Ich muss immer noch diese Hautfetzen kriegen. Und die kriege ich offensichtlich nicht von den Typen. Das ist ein bisschen nervig. Hier bewahren wir mal alles auf. Ich habe Hunger. Ich muss mal hier einen Pilztopf machen. Und dann mache ich mich mal an die Arbeit, hier ein bisschen aufzuräumen. Das macht Laune, das ist gut geworden, das Spiel. Ja, ja. So, ich hatte doch jetzt aber noch was Neues, und zwar diesen Buchschrank da, das hier, das Bernstein. Elbenholz. Gott. Ja, dann, okay, brauche ich Elbenholz. Reparaturstation. Oh, das ist gut. Aber das ist nicht so eine wie... Nee, das. Dann machen wir die hier hin. Jetzt kann ich doch meine... Hier. Oh, guck mal hier. Zack. Super, da habe ich bestimmt was gespart jetzt. Hoffe ich mal. Okay, die Fackel kann ich aber nicht reparieren. Schade. Also die Mahlzeit essen wir jetzt. Oh, Hunger. Sehr, sehr cool. Dann kann man aus der Truhe draus craften. Wo sind meine ganzen, so viel Holz? Hier, guck mal. Ich brauche nochmal eine zweite Fackel. Nee, das müsste bei C sein. Fackel. Hölzernes Wurflicht.
Eine wurftaugliche Fackel. Oh, das ist ja auch nice. Wie werfe ich die denn nochmal? Was hatte ich für eine Taste geschlagen? Nee, was war die Wurftaste? Hüa. Keine Ahnung. So, hier werde ich jetzt weiter bauen. Und dafür sorgen, dass ich hier ein bisschen mehr in Sicherheit bin. Ach du Scheiße, aber ihr wollt jetzt diesmal nicht zu mir, ne? Oder doch? Ihr könnt gerne kommen, ich bin cool damit. Das war ein guter Block. This one's done in. Okay. Naja, also die nerven mich leider hier auch. Aber jetzt habe ich sie vertrieben. Die sind mit einem Lächeln gestorben. Mit einem Spott auf den Lippen, den grünen Goblin-Lippen. So, hier werde ich jetzt zumachen. Sehr gut. Bauen wir uns eine kleine Festung. Die Fackel ist erloschen, aber die nächste liegt schon bereit. So, was haben wir hier? Ist mir egal. So, wie mache ich das jetzt am besten? Ist hier eine Stufe irgendwo? Nein. Der Morgen dämmert. So, hier. Die kommen, glaube ich, nur über die Stufe hier rauf, ne? Nur hier. Das ist der einzige Weg. Dann könnte ich doch eigentlich mal jetzt hier eine Tür zumachen. Wie ist das denn? Wir gucken mal, wie das jetzt geht. Wenn ich jetzt sage, wir machen mal eine einfache Tür, kann ich die jetzt hier so dazwischen setzen? Gegen die Säule. Bis wo geht mein Baubereich? Also. So. Ah, geht hier nicht. In der Nähe einer Feuerstelle. Naja, das ist mein Baubereich. Ach doch, da ist der Baubereich. Ja, okay, dann könnten wir... Warte, kann ich das hier reparieren? Nee, ne? Nein, warte nicht. Machen wir mal kaputt. So. So, jetzt würde ich hier gerne mich ein bisschen besser... Guck mal, Holzboden gibt's auch. Treppen kann man auch bauen. Ah, das ist ja nice. Mir dünkt, das könnte Spaß machen, längere Zeit auch. So, wo... Bis hier müsste ich so... Und... Oh, was ist denn das? Okay, war zu weit weg. Schade. Geht nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Das heißt, das ist dann... Das ist hier die Feuerstelle. Dann müsste ich hier noch eine neue bauen, aber na gut. Vielleicht... Ich dachte, dass es innerhalb dieses Gebietes hier ist. Ihr seht doch auch diesen... Das war doch im Gebiet noch. Warte, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja, so geht doch. Geht nicht kaputt. Wollen wir das so? Bietet ein bisschen mehr Schutz. Eine Zwischenkammer sozusagen. Und
Wie würde die jetzt... Die geht dann wahrscheinlich... Oh ne, die müsste auch noch gehen. So. Könnte ich sogar da oben drauf sitzen? Ah, ja, ja. So, jetzt machen wir mit Fenster. Das geht doch. Gibt's eine Chance? Warte mal. So. Oh, so nice. Kann ich hier immer hin und her wechseln zwischen... Nee. Muss immer zweimal drücken, das ist ein bisschen blöd. Ja. Guck mal, Leute. Wir hier noch eine Treppe bauen. Oh, da unten. Oh Gott. Der will mich wahrscheinlich jetzt auch angreifen. Brauchen mehr Steine. Aber okay, jetzt haben wir hier schon mal eine kleine zusätzliche Sicherung, weil die garstigen Orks, die müssen ja... Die müssen jetzt ja durch zwei Türen brechen. So. Dann machen wir jetzt hier eine Standfackel rein. Wandfackel meine ich so. Hammer. Okay. Ihr habt auch noch bestimmt ganz viele Steine in der Kiste. Ja, vielleicht gibt das Tierhautfetzen. Das habe ich auch schon überlegt. Stein, 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 Stein. So wenig Stein. Ich habe sehr viel Stein verbaut. Ich muss mehr Stein finden. Aber ich fühle mich jetzt schon ein bisschen sicherer. Ich sag's, wie es ist. Ich hatte ein bisschen Angst zwischendurch. Jetzt geht es mir wieder deutlich besser. Kann ich mir noch eine Wand leisten? Nö. Das ist nicht schlimm. Da. Was seid ihr? Ich hätte gern Pfeil und Bogen. Traue ich mich, gegen die zu kämpfen? Sehr viel. Oh, was ist denn das? Ja, ich traue ich mich das jetzt? Ich muss es probieren, ich brauche Haut. Fetzen, ja, ich glaube, das kann gut funktionieren. Sehr gut. War das schon? Das, was wir wollten, immer schön zu machen. Warte, das sind Hautfetzen. Vielleicht reicht das hier schon für ein Schwert. Warte mal, habe ich meinen ganzen Eisenbarren? Habe ich Eisenbarren verloren? Oder nicht? Ich habe die für den Hammer ausgegeben, ne? Fürchte ich. Oh geil, hier kann ich neues Fleisch braten. Braten. Drei Fleisch brauche ich für... Müssen wir noch ein bisschen Eisen holen jetzt. Dann lassen wir das alles hier. Damit wir das nicht verlieren können. Und gehen mal ganz kurz und schauen, ob da noch Eisen ist. Brauche dringend ein Schwert. Eyes up! Monsters in the air! Was? Gott. Was ist das denn so? Ja. Hier war die Eisenmine. Ich weiß nicht, ob da noch was von übrig ist. Nicht viel auf jeden Fall. Vielleicht da an dem. Da oben.
Kommen wir nicht ran? Hier vielleicht? Da noch ein bisschen. Glück haben. Eisenerz, ja. Ja, Eisenerz ein bisschen. Der Rest ist, glaube ich, hier Gestein. Kommen wir da durch? Nein, da ist Sense. Hier kommen wir. Aber der Flöz wird hier wahrscheinlich nichts mehr hergeben. Aber Stein brauchen wir auch. Von daher. Kein Eisen mehr. Kein Eisen mehr. Oh, da oben liegt noch was in der Luft. Guck. Ja. So. So. Ich befürchte, das war's schon fast. Da oben würde ich gerne mal ran. Da ist noch ein bisschen Eisen. Ja. Das war der letzte Klumpen, glaube ich. Der letzte Eisenerzklumpen. Aber Stein nehmen wir auch mit für mein Mauerwerk. Oh. Aber man kann also nicht überall buddeln. Nur da, wo das Spiel mich lässt. Gibt ja auch Sinn, sonst könnte ich mich ja einfach aus Moria rausbuddeln. Okay. So. Da ist auch noch so ein... Traue ich mich das? Nee, erstmal was essen gehen. So, hallo. Jetzt müsste das doch eigentlich gehen. Erstmal was essen. Yam, yam, yam. Das ist lecker. So, Schmelzofen. Wir packen da mal hier was. Wie viel haben wir denn? Nicht so viel. Ehrlich gesagt nur einen. Schade. Warum Ratten jagen, wenn man auch Wölfe nehmen kann? Ja, eben. Hallo? Warten wir noch kurz auf das fertige Eisending hier und dann können wir doch jetzt ein Schwert bauen. Zack, zack. So, reicht das jetzt? Yes, Eisenschwert. Sehr gut. Begib dich auf Durins Hochstraße nach Osten. Begib, ja, warte mal. Easy jetzt. Easy. Jetzt müssen wir erstmal das Schwert ausrüsten. Stoffreste, 44 Steine. So. Vermutlich sollte ich mich dann hier gar nicht großartig einkesseln mehr. Wenn ich jetzt weiterreisen muss. Aber ich kann ja nicht einfach meinen schönes, trautes Heim jetzt. Nö, oder? Wir müssen erstmal zumachen jetzt. Das geht nicht. Ich lasse das nicht so. Nee, warte. Was habe ich gerade gemacht? Hä? Nee, das ist Quatsch. Was hab ich da gemacht? Das mache ich jetzt hier noch zu. Da, warte, da hat's. Da raste ein und dann nehmen wir noch. Irgendwie muss man sich schneller durch dieses Baumenü klicken können. Das werde ich irgendwann rausfinden. So. Dann machen wir hier noch eine Wandfackel ran. Yes. So. Können wir da rausgucken? Jetzt fühle ich mich bedeutend sicherer. Selbst wenn jetzt so ein blöder Ork-Angriff kommt, habe ich das Gefühl, ist gut.
Hammer. So, an der Stelle machen wir eine Pause. Das ist, was? Back to, was habe ich gesagt? Nicht Back to Moria, sondern Let's go home. Home, sweet home. Moria. Return to Moria. Genau, dankeschön. Return to Moria, Lord of the Rings. Also, ich bin positiv überrascht. Ich kannte das Spiel gar nicht. Ich dachte, das ist neu. Hab dann erst gelernt, dass es noch gar nicht so neu ist. Es ist neu auf Steam. Und das geht natürlich auch mit mehreren Leuten. Also, ich glaube, in der Gruppe macht man natürlich wesentlich schneller Progress. Dann kann man sich ein bisschen aufteilen. Einige bauen, andere hacken Ressourcen. Wiederum andere gehen auf die Jagd oder sowas. Es hat eine Menge Potenzial. Es scheint mir auch echt schon sehr ausgereift zu sein. Oftmals spielt man ja so Early Access Versionen, wo halt vieles auch noch fehlt. Ich habe das Gefühl, das ist schon eine runde Sache hier. Ist natürlich jetzt ganz am Anfang erst. So, aber die ersten anderthalb Stunden, nicht ganz. Machen wirklich Lust auf mehr. Und ich mag das Bauen. Ich mag, dass man ja das hier alles heil machen kann und diese ganzen Geröllhaufen abtragen kann, damit das wieder sauber ist. Sowas finde ich total super in solchen Spielen. Und es ist auch durchaus gruselig, also ernst zu nehmen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir das nochmal ein zweites Mal spielen, wenn es euch auch gefällt. Das ist natürlich die Voraussetzung. Und vielleicht kriegen wir auch Nicola oder so noch dazu, mal wieder mitzuspielen. Und dann wird es ein bisschen leichter. Super. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Immer die Fackeln anlassen. Wegen der Orks, ne? Wisst ihr Bescheid.